Nachdem alle über Blue Origins neue Raumstation reden, möchte ich die Gelegenheit heute nutzen, um euch einen Überblick über die aktuell geplanten Raumstationen zu geben. Du hast richtig gehört, Plural. Im Augenblick sind einige vielversprechende Konzepte für Raumstationen da draußen. Die NASA plant einen Wettbewerb für kommerzielle Raumstationen. Wer die Kandidaten sind, wer die besten Chancen hat zu gewinnen und welche Raumstation die coolste ist, das schauen wir uns heute genauer an. Auch ein Grund für das heutige Thema ist, dass ich immer wieder höre, dass manche Menschen nicht glauben, dass es einen Markt für SpaceX's Starship geben wird. Dem kann ich ganz frech widersprechen. Wenn auch nur eine kleine Anzahl von Raumstationen gebaut wird, bedeutet das schon Geschäft für Starship. Denn diese Stationen müssen besetzt und instand gehalten werden. Wenn dir meine Raumfahrtnachrichten gefallen, dann freue ich mich, wenn du Mars Chroniken abonnierst und dem Video einen Daumen hoch dalässt. Das hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass Raumfahrt für alle ist. Wenn dir das nicht reicht und du mich mehr unterstützen willst, dann freue ich mich auch, wenn du mich mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützt, damit ich den Kanal immer professioneller gestalten kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Die Animation, die ihr während meiner Eigenwerbung gesehen habt, ist kein Spiel- oder Fantasieprojekt. Hierbei handelt es sich um eine private Unternehmung, die bereits einen Vertrag mit der NASA hat. Laut dem Vertrag soll Axiom Space mit dem Bau einer Raumstation beginnen. Ihre Station beginnt als Erweiterung der bestehenden internationalen Raumstation ISS. Das erste Modul dockt an die vordere Schleuse des Harmony-Moduls. In der Schlusskonfiguration wird sie aus drei Haupt- und einem Antriebs- und Servicemodul mit den Solarzellen bestehen. Sie wird mit einer großen Kuppel ausgestattet sein, damit man einen schönen Ausblick hat, wenn man dort ist. Die ISS wird bis Ende des Jahrzehnts in Betrieb bleiben. Mittel bis 2028 sind gesichert. Darüber hinaus wird ihr Erhalt zu teuer für die Partnerländer und Institutionen. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, was passieren kann. Das Schicksal der ISS ist im Moment noch, dass sie am Ende ihrer Lebzeit zurück in die Erdatmosphäre geholt wird, wo sie verglühen soll. Das ist, weil die ISS mit 27.500 km pro Stunde oder 7,66 km pro Sekunde um die Erde fliegt. Die Kräfte, die hier entstehen bzw. freigesetzt werden, sind enorm. Das wäre aber sehr schade, denn die ISS ist das Juwel der Menschheitsgeschichte. Gesellschaftlich und wissenschaftlich steht sie für das, wozu wir Menschen in der Lage sind, wenn wir zusammen und nicht gegeneinander arbeiten. Eine zweite Möglichkeit wäre, wie es sich viele wünschen, den Orbit der ISS anzuheben und ein Museum daraus zu machen. Das halte ich für unrealistisch, so sehr ich es mir auch wünschen würde. Theoretisch wäre es möglich, sie in Einzelteilen mit Starships auf die Erde zurückzubringen. Aber das ist noch unwahrscheinlich. Die dritte Option ist, dass private Unternehmer die ISS übernehmen könnten. Ein oder mehrere Unternehmen könnten den Betrieb und die Instandhaltung an sich nehmen. Scott Manley fantasiert ein wenig darüber, dass es eine interessante Dynamik annehmen könnte. Die Unternehmer würden entweder eigene Astronauten ausbilden oder bereits ausgebildetes Personal von der NASA, ESA, JAXA etc. leasen. Das Wahrscheinlichste ist aber, dass sie in der Atmosphäre verglühen wird. Ich denke nicht, dass sich jemand diese Last aufheißen will, die ISS zu erhalten. Neue, moderne Stationen zu bauen, ist jetzt die Prämisse. Wenn die institutionellen Raumfahrtagenturen wie die NASA und die ESA forschen wollen, können sie Zeit und Raum auf diesen privaten Stationen käuflich erwerben. Das kommt viel günstiger, da Unternehmen normalerweise effizienter arbeiten. Das gilt für alle Raumstationen, die ich euch heute vorstellen werde. Kommen wir aber noch einmal kurz zurück zu Axiom. Sie sind laut dem Vertrag mit der NASA dazu verpflichtet, mindestens eine der drei Hauptmodule zur ISS zu schicken. Und siehe da, am 3. November wurde dieses GIF in ihrem Twitter-Feed veröffentlicht. 109 Tage bis zum Start der AX-1-Mission. Wer nicht selber rechnen will, das ergibt den 21. Februar 2022. Bei dieser Mission befördert SpaceX im Auftrag von Axiom Space 4 Menschen in ihrer Crew-Kapsel Dragon auf einer Falcon 9 zur ISS. Michael Lopez Alegria ist ein Space Shuttle-Veteran und wurde nun von Axiom für touristische Zwecke angeheuert.
Die übrigen drei Personen sind Axioms erste Kunden. Würde euch interessieren, wer diese vier Leute sind? Soll ich einen detaillierten Beitrag dazu bringen? Jeder der drei Touristensitzplätze soll 55 Millionen US-Dollar gekostet haben. Bedenkt man, dass sie den Sitz von Lopez Alegria auch zahlen müssen und dass die NASA nur 2 Flüge pro Jahr zulässt, ist das kein besonders lukratives Geschäft. Ihnen fehlt es aber nicht an Geld. Sie haben bereits genug Mittel, um ihr erstes Modul zu bauen. Vor Mitte des Jahrzehnts, also bis 2024, mit einigen Verzögerungen 2025, wird es hoffentlich soweit sein. Dann könnten Axioms Gäste in ihren eigenen Betten schlafen. Gerüchten zufolge wäre beinahe Tom Cruise in dieser Mission gelandet. Aber er wird wohl einen möglichen oder unmöglichen späteren Flug zur ISS nehmen. Er möchte ja mit Doug Liman für ein Filmprojekt ins All fliegen. Ich werde euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Ich schweife aber wieder ab. Kommen wir zur nächsten Raumstation. Was jetzt kommt, könnte direkt aus einem Science-Fiction-Film sein. Die Gateway Foundation plant mehrere gigantische Raumstationen zu bauen. In zahlreichen Videos auf YouTube erklärt der damalige CEO und Präsident John Blinko, wie sie die ersten 2 Raumstationen bauen werden. Die Gateway Foundation hat sich mit dem Bau von großen Strukturen im Weltraum beschäftigt und ist draufgekommen, dass das Schwierigste an der ganzen Sache ist, die Rohstoffe ins All zu bekommen. Sie arbeiten an einer Reihe von Robotern, Drohnen und anderen Technologien, die den Bau von gigantischen Strukturen im luftleeren Raum ermöglichen. Die meisten können vielfältig eingesetzt werden, um Werkzeug oder Rohmaterial zu transportieren oder um herumfliegende lose Teile einzufangen. Die Kombination von großen Geräten, Roboterarmen, Schweißrobotern und VR-Brillen ermöglicht den Bau der Voyager-Class Station. Mit einem Durchmesser von rund 200 Metern ist es ein sehr ambitioniertes Projekt. Das ausgeklügelte Design erlaubt es, ankommenden Raumschiffen im Zentrum anzudocken. Dort gelangen die Passagiere durch 4 Schächte in den Habitationsring. Insgesamt verfügt die Station über 24 Habitationsmodule, die über Aufzüge und Gänge miteinander verbunden sind. Diese 24 Module bieten viel Platz für die verschiedensten Anwendungsbereiche. NASA, ESA und Co. könnten einige davon dauerhaft zu Forschungszwecken anmieten. Es ist Platz für Hotels, Restaurants, Bars und Cafés. Man könnte einzelne Module anmieten, wenn man das nötige Kleingeld hat. Laut den Angaben, die ich gefunden habe, bekommt man schon für schlappe 5 Millionen US-Dollar einen 3,5 Tage langen Aufenthalt. Klingt viel, ist es auch. Aber die Hoffnung besteht, dass das alles in nächster Zukunft auch für den normalsterblichen Menschen erschwinglich wird. Diese Station wird, einmal fertiggestellt, in Rotation versetzt, sodass in den Habitationsmodulen künstliche Schwerkraft erzeugt wird. Je nachdem, wie schnell sie sich dreht, kann man die Schwerkraft hoch und runter schrauben. Verrückt, dass wir ernsthaft über künstliche Schwerkraft bis Ende des Jahrzehnts reden. Zur Sicherheit verfügt jedes Habitationsmodul über 2 Dreamchaser ERV. Diese sind außen an die Module gedockt und sind das Äquivalent eines Rettungsbootes auf einem Ozeankreuzer. Sollte die Notwendigkeit einer Evakuierung bestehen, könnten die Gäste aus den Modulen heraus in die Rettungs-Dreamchaser einsteigen und zur Erde zurückkehren. Eine weitere sehr coole Eigenschaft der Station ist, dass das gebrauchte und geklärte Wasser nicht wiederverwendet wird, sondern als Strahlenschutz in Form von Eis in den Außenwänden gelagert wird. Und man kann das Wasser für die Produktion von Treibstoff verwenden, denn die ankommenden Raketen brauchen ja eine Tankstelle. Der Dreamchaser ERV, das steht übrigens für Earth Return Vehicle, also ein Gefährt, mit dem man auf die Erde zurückkehren kann, ist ein ganz eigenes Kapitel. Es gehört zu einer ähnlichen Kategorie wie das Space Shuttle der NASA oder die Buran der Russen. Aber irgendwie auch nicht. Weil das alles nicht so einfach ist und weil es sich schon einige von euch gewünscht haben, werde ich in den nächsten Wochen ein Video zum Dreamchaser und seinen Cousins produzieren. Hast du da Bock drauf? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Auch wenn es vielleicht nicht so scheint, die Gateway Foundation sieht sich nicht primär als Raumstationbetreiber. Sie sehen sich vielmehr als ein Weltraumbauunternehmen. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das nötige Werkzeug zu entwickeln, welches den Bau solcher Stationen und den Abbau von Asteroiden ermöglicht. Das bedeutet, dass diese Raumstationen nur der bescheidene Anfang sind. Einige Pods und Drohnen entwickeln sie selbst.
Für andere Roboter arbeiten sie unter anderem mit General Motors zusammen. Ich glaube, hier werden einige probieren, auf den Zug aufzuspringen. Es gibt einige Robotikunternehmen, die es sich nicht nehmen lassen werden, in diesem neuen Sektor mitzumischen. Hier denke ich speziell an Boston Dynamics, die bereits einige ausgereifte Roboter vorzuweisen haben. Die Roboterarme nehmen sich den aktuell auf der ISS operierenden Kanada-Arm als Vorbild. Nicht jedes Rad muss neu erfunden werden. Aber ganz ohne Menschen vor Ort wird auch dieses Projekt nicht auskommen. Zumindest nicht am Anfang. Dafür entwickeln sie eigene Raumanzüge für Weltraumbauarbeiter. Es scheint mir, als würden hier Nägel mit Köpfen gemacht werden. Aber die Zeit wird zeigen, wie viel tatsächlich dahinter steckt. Der Bau soll 2026 beginnen und ein Jahr später soll sie bereits in Teilbetrieb gehen. Insgesamt soll der Bau nach ungefähr 1000 Tagen, also ungefähr 3 Jahren, abgeschlossen sein. Man kann schon Tickets kaufen. Sie suchen auch noch nach Personal, also wenn du dich mit dem Bau von Raumstationen auskennst, dann bewirb dich. Die Voyager Class Station wird einige tausend Gäste pro Jahr beherbergen können. Wenn du glaubst, das ist die Superlative, dann solltest du dir jetzt Gummistiefel anziehen und dich hinsetzen, denn jetzt wird es schwindelerregend. Die genauen Dimensionen der nächsten Station konnte ich nicht finden. Sie dürfte aber um ein Vielfaches größer als die Voyager Station sein. Im Zentrum können mehrere Starships gleichzeitig parken. Das Design erlaubt mehrere Stockwerke mit verschieden starker künstlicher Gravitation. Und damit mich niemand für komplett dumm hält, nennen wir das Kind beim Namen. Bei dieser künstlichen Gravitation handelt es sich um die Zentrifugal- bzw. Fliehkraft, die bei Dreh- und Kreisbewegungen auftritt und radial von der Rotationsachse nach außen gerichtet ist. Das ist die Kraft, die dich bei einem Karussell nach außen drückt. Suchst du noch nach einem passenden Geschenk für einen Raketen-Nerd? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Der neue Mars-Chroniken Merch Shop ist online. Ich habe mir mit Moritz von Senkrechtstarter und Simon einen tollen Shop mit coolen Designs zugelegt. Du findest den Link zum Shop und einen Gutscheincode in der Videobeschreibung unten. Es zahlt sich aus, reinzuschauen. Kommen wir zurück zur Gateway-Station. Die modulare Bauart erlaubt es, die Station schon lange vor ihrer Fertigstellung in Betrieb zu nehmen. Selbst ohne den äußeren Ring könnte sie bei voller Auslastung bis zu 100.000 Gäste pro Jahr beherbergen. Und da sagt mir einer noch einmal, dass es keinen Markt für Starship geben wird. Das ist aber schon das übernächste Projekt der Gateway Foundation. Das nächste Projekt von Blue Origin ist Orbital Reef. Diese Raumstation hat Blue Origin auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Dubai vorgestellt. Bevor wir zur Station selbst kommen, möchte ich noch auf den Namen eingehen. Orbital, weil sie etwas zu kompensieren haben. Und Reef für das Riff, weil sich Leben im Ozean auch bei Korallenriffen konzentriert. Und sie möchten das Riff im All sein. Dort sollen Menschen nicht nur zum Forschen und Zeitvertreib verweilen. Von dort sollen Menschen zu noch größeren Abenteuern aufbrechen. Für dieses Projekt hat sich Blue Origin witzigerweise mit Boeing zusammengeschlossen. Deswegen ist in der Animation auch Boeings nicht betriebsbereite Starliner-Kapsel prominent platziert. Auch hier sehen wir einen Dreamchaser ERV an die Station gedockt. Schauen wir uns die Station etwas genauer an. Es sind noch keine genauen Maße bekannt. Scott Manley schätzt den Durchmesser der drei zentralen Module auf etwas über 6 Meter, denn wir wissen, dass Blue Origins neue Rakete New Glenn Fracht mit einem Durchmesser von bis zu 6,3 Meter befördern kann. Zum Vergleich, die ISS-Module sind 4,2 Meter im Durchmesser. Übrigens, vor der Blue Origin Fabrikhalle wurde ein ziemlich schicker Pathfinder gesichtet. Der sieht schon viel besser aus als der Prototyp für die zweite Stufe mit dem Namen Jarvis. Und ganz kurze News nebenbei. Blue Origin hat den Rechtsstreit gegen die NASA und SpaceX in Bezug auf die Mondlandefähre verloren. Darauf werde ich nicht weiter eingehen heute, aber ich verlinke euch einen Artikel dazu in der Videobeschreibung unten. In der Animation von Orbital Reef werden große Räume mit riesigen Fenstern gezeigt. Ich stelle mir das atemberaubend vor. Ebenfalls modular bietet es die Möglichkeit, beinahe unbegrenzt zu wachsen. Jedes der zentralen Module scheint zahlreiche und verschiedene Docking-Adapter zu haben. An manchen dieser Adapter sind bereits diverse andere Module zu sehen. Einige davon sind aufblasbar bzw. aufzublasen. Diese Module werden von Sierra Space entwickelt. Sierra Space ist ein Tochterunternehmen der Sierra Nevada Corporation. Damit sich der Kreis hier schließt, Sierra Nevada Corporation ist jenes Unternehmen, welches den Dreamchaser herstellt.
Deswegen ist der Dream Chaser auch so prominent in der Animation platziert. Aber auch, weil es Crew und Cargo zu und von der Raumstation transportieren soll. Dieses Raumflugzeug, nenne ich es jetzt einfach mal, ist eigentlich dafür gemacht, auf der Atlas V von United Launch Alliance zu fliegen. Aber so oft fliegt die Atlas V nicht mehr. Ich denke, dass da etwas im Busch sein könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie daran arbeiten, den Dream Chaser mit anderen Raketen wie der Falcon 9, der New Glenn oder dem Starship kompatibel zu machen. Theoretisch wäre die logische Nachfolgerakete die Vulcan von ULA. Aber ob die Vulcan Menschen befördern darf, weiß ich nicht. Ich schweife schon wieder ab. Gegenüber den vorhin erwähnten großen Fenstern sind die Radiatoren und Solarzellen platziert. Ich finde das designtechnisch sehr elegant gelöst. Hier sehen wir noch etwas, das vorgestellt wurde. Diese kleine Drohne ist gar keine Drohne. Es handelt sich um ein Mini-Raumschiff. Das Raumschiff heißt Genesis Service Spacecraft oder kurz GSS und ist eine komplett neue Herangehensweise an Raumanzüge. In dieser Kapsel kann sich der Astronaut viel freier bewegen als in den traditionellen Raumanzügen. GSS soll bei der Inspektion und Instandhaltung der Station behilflich sein. Dafür hat es zwei Roboterarme, die man mit verschiedenen Werkzeugen ausstatten kann. In dieser Kapsel kann ein Weltraumspaziergang auch länger dauern, denn der Astronaut leidet nicht so schnell an Erschöpfung wie in den NASA-Anzügen. Das ist doch richtig cool, oder? Orbital Reef soll in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen. Ich freue mich riesig darauf. Wie geht es dir damit? Wie findest du die bisher vorgestellten Raumstationen? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Wir sind aber noch nicht fertig, denn es sind noch mehr Raumstationen in Planung. Starlab ist ein Produkt aus der Kooperation zwischen Lockheed Martin und Nanorex. Nanorex wiederum ist die Tochter von Voyager Space. Voyager Space hat aber nichts mit der Voyager Class Station der Gateway Foundation zu tun. Nanorex ist unter anderem der Spezialist für Experimente auf der ISS. Also hat sich Lockheed Martin hier einen starken Partner ins Raumschiff geholt. Ganz vereinfacht besteht Starlab aus einem Antriebs- und Servicemodul und einem zylindrischen Modul mit einem aufblasbaren Teil. Das Antriebsmodul ist im Prinzip nichts anderes als ein modifizierter großer Satellit. Darüber hinaus verfügt die Station ebenfalls über einen Roboterarm sowie einen Inspektionssatelliten. Die gesamte Station soll 2027 mit einem einzigen Raketenstart ins All geschossen werden. Mit nur einem Start bringen sie 340 Kubikmeter Lebensraum ins All. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was auf der ISS zur Verfügung steht. Die Station soll dauernd mit 4 Astronauten besetzt sein. Dem Konzept sehr ähnlich ist Think Orbitals Ansatz. Sie wollen ebenfalls mit einem Raketenstart ihre komplette Raumstation Orb 2 ins All schießen. Auf welcher Rakete weiß ich noch nicht, aber wenn ich anhand der Animation raten müsste, würde ich sagen, das soll die Oberstufe der Terran R von Relativity Space sein. So ähnlich sich diese beiden Designs auch sind, so verschieden sind auch die Ansätze. Think Orbital wird das kugelförmige Habitationssegment nicht aufblasen, sondern im All aus hexagonalen bzw. sechseckigen gekrümmten Platten mit Hilfe eines Roboterarms zusammenschweißen. Die Platten werden beim Start kompakt auf dem Servicemodul gestapelt sein. Auch dieser Arm ist am Kanada-Arm angelehnt, ist aber viel kleiner und schwächer. Er hat an beiden Enden die gleichen Instrumente. Einen Adapter, der die Platten hält und eine Elektronenstrahl-Schweißpistole. So kann sie ununterbrochen die gesamte Konstruktion in einem Zug aufbauen. Auch sehr genial, oder? China mischt in dieser Angelegenheit auch ordentlich mit. Aber sie sind irgendwie außer Konkurrenz. Sie machen einfach ihr eigenes Ding. Sie haben bereits vor einigen Monaten Tianhe, das erste Modul ihrer eigenständigen Raumstation Tiangong, in einen Erdorbit gebracht. Es war auch schon die erste Taikonauten-Crew vor Ort und ist schon wieder zurück zur Erde gekehrt. In den nächsten Jahren wird auch diese Raumstation rasant wachsen. Wenn du mehr zur chinesischen Raumstation erfahren möchtest, in diesem Video gehe ich genauer auf Chinas Ambitionen im All ein. Abgesehen von Chinas Anstrengungen jetzt. Es ist kein Zufall, dass diese Konzepte jetzt in aller Munde sind. Denn die NASA hat im März 2021 einen Wettbewerb im ersten Quartal 2022 angekündigt. Beim sogenannten Commercial LEO Destinations Project der NASA geht es darum, einen Ersatz für die internationale Raumstation zu finden. Laut Scott Manley gibt es Preisgelder in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Das ist offensichtlich nicht genug, um
ganz große Stationen zu bauen, aber genug, um etwas anzustoßen. Viele oder alle der Raumstationen, die ich euch heute vorgestellt habe, werden vermutlich Bewerbungen einreichen. Ich denke, dass Orbital Reef eine ganz gute Chance hat, ordentlich abzuräumen. Was denkst du, wer hier das beste Konzept hat? Schreib mir deine Begründung in die Kommentare. Wie? SpaceX hat gar keine Raumstation in Arbeit? Starship selbst hat ein Volumen von 1000 Kubikmeter. Das ist so viel wie die ISS hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Starship mit einigen Modifikationen als Raumstation herhalten kann. Starship bräuchte vermutlich noch Solarzellen statt den Hitzeschutzkacheln. Dann wäre es bereit, als Raumstation zu dienen. Auch SpaceX's Dragon XL hätte das Potenzial, hier Fuß zu fassen. Die NASA hatte 2020 SpaceX mit dem Gateway Logistics Services Vertrag verpflichtet, eine größere Variante der Dragon-Kapsel zur Mondraumstation zu schicken. Ach ja, das Lunar Gateway ist NASAs neue Raumstation im Mondorbit. Das ist Teil des Artemis-Programms. Starship wird aber nicht unbedingt dafür entwickelt. Aber wir haben schon gesehen, dass das Konzept sehr flexibel ist und dass SpaceX für Überraschungen gut ist. Denkst du, dass Starship als Raumstation taugt? Wie viele Raumstationen waren das jetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Das ist doch verrückt, wie viele gute Konzepte mit ernsthaften Ansätzen da draußen sind. Habe ich eine Raumstation ausgelassen? Wir sind ganz offiziell am Anfang des Zeitalters der Raumstationen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn in den nächsten Monaten oder nach der offiziellen Wettbewerbsankündigung der NASA weitere Konzepte öffentlich gemacht werden. So, und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Danke euch allen. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal immer professioneller betreiben kann. Mit dieser Meldung kommen wir auch schon zum gesponserten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe mir einen Medienpartner ins Raumschiff geholt. WADA möchte sich mehr mit diesem Nischenthema befassen, da sie Raumfahrt auch als ein sehr wichtiges Thema empfinden. Dort findest du auch andere interessante Artikel zu den Themen Nachhaltigkeit, Lifestyle, Technik, Musik und vieles mehr. Es gibt laufend Gutscheine, Gewinnspiele und zahlreiche andere coole Beiträge. Also schau gerne mal rein. So meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.